Lieber Widder, herzlich willkommen zu deinen Energiebotschaften für die nächsten 10 bis 14 Tage. Wer kommt, was kommt auf dich zu? Energetisch, praktisch, zwischenmenschlich? Oder was solltest du gar außer Acht lassen? Schauen wir uns an, die nächsten 10 bis 14 Tage. Schauen wir, ob Botschaften vorweg für dich durchkommen. Ich nehme Schwindel wahr. Eventuell ist dir in den nächsten Tagen etwas schwindlig. Ich höre Erschöpfungszustand, Schwangerschaft für die weiblichen Widder. Bitte, wenn es um Gesundheit geht, immer einen Arzt aufsuchen. Lasst euch von diesem beraten und behandeln. Ich bekomme so einen Druck und sei es ein Druck von oben, so auf deinen Schultern, wie auch auf im oberen Brustbereich, Müdigkeit, angeschlagen sein. Doch wie gesagt, energetisch ist das auf einen Überforderungszustand, Erschöpfungszustand zurückzuführen. Gesundheitlich bitte trotzdem immer einen Arzt aufsuchen. Ich höre für den Widder die Ruhe vor dem Sturm. Es geht heiß her, heiß und hoch her. Eine Situation, in der du dir Veränderung gewünscht hast, mehr Leichtigkeit eventuell, eine Lösung. Du gibst den Widerstand auf. Du nimmst die Situation so an, wie sie ist. Und durch die Aufgabe des Widerstandes, den du gespürt hast, aufgebaut hast, bezüglich dieser Situation eventuell zu einer bestimmten Person. Wir haben hier einen Skorpion insbesondere und einen Steinbock. Du nimmst diese Situation einfach dafür an, für das, was sie ist. Und dadurch bekommst du auch einen anderen Blickwinkel auf die Sache und erkennst deinen Erschöpfungszustand diesbezüglich. Doch die, wie gesagt, ganz, ganz ausschlaggebend für dich ist, den Widerstand aufgeben. Das dagegen ankämpfen. Und du darfst erkennen. Gut möglich auch, dass dies mit etwas zu tun hat. Entweder in der Liebe, in einer Partnerschaft, in einer Beziehung, beziehungsweise mit etwas, was du sehr gerne, sehr leidenschaftlich verrichtet hast bisher. Doch du erkennst, dass dich entweder zu dieser Situation, zu dieser Person dass die Leidenschaft nicht mehr so da ist. So, bei Leidenschaft, bei dem Wort Leidenschaft möchte ich euch bitte auch darauf hinweisen dürfen, dass auch das Wort Leid mit drin beinhaltet ist. Also es geht immer nicht nur um Huibu-Leidenschaft, dadurch, dass du den Widerstand aufgibst, hört auch dein Leid auf diesbezüglich, auf dieses Thema. Du möchtest einfach, dass Ruhe dort hineinkommt, Ausgeglichenheit, Gerechtigkeit, dass du in dieser Situation das erfahren darfst, was du dir so sehr wünschst, dass die Wogen sich glätten. Ich denke auch, dass du dies erreichen wirst. Es wird sich automatisch einstellen, dadurch eben, dass du den Widerstand aufgibst. Ich höre um den 10. November, das ist jetzt noch ganz schön weit hin, doch um den 10. November
bekommst du Anerkennung für etwas oder von jemandem, welches gut möglich mit einer Waage oder einem Stier zu tun hat. Diese Anerkennung lässt dich endlich wieder aufleben, höre ich. Einige Widder von euch werden den Kleiderschrank neu sortieren oder sich einen neuen Kleiderschrank kaufen oder neue Kleider kaufen, euch neu äußerlich neu schmücken. Vorsicht vor einer Schwangerschaft, gut möglich noch im November. Eine Person möchte eure Aufmerksamkeit, eine weibliche Person, gut möglich, dass einige Widder von euch mit einem Anwalt oder einer Anwältin zu tun haben oder diese kennenlernen. Durch dieses Kennenlernen dieser Person, falls es jetzt kein Anwalt oder Anwältin ist, hat diese Person jedenfalls irgendetwas mit Recht zu tun, Justiz zu tun, bekommt ihr neue Impulse, eine neue Ausrichtung. Ich sehe auch, dass ihr, wie gesagt, immer daran gekoppelt, dass ihr den Widerstand aufgebt, etwas bereit seid, etwas Neues zu kreieren, neuem Platz zu geben. Dieses Neue auf leisen Bahnen kommt es, festigt sich und darf ins Hier und Jetzt hineingeboren und materialisiert werden. Sehr viel sexuelle Energie nehme ich bei euch wahr. Das Neue es ist für euch wie als würde das Universum euch entwurzeln wollen von da wo ihr seid beziehungsweise mit dem was ihr verrichtet. Es möchte euch ganz woanders haben und ihr werdet so einen Push bemerken, so Energieschübe, eben auch gedanklich neue Ausrichtungen, Dinge, neue Dinge, die euch auffallen, die in euer Bewusstsein kommen. Das sind alles Zeichen des Universums, euch in eine andere Richtung zu lenken. Diese neue Richtung ist gut zu betrachten, ist gut abzuwägen. Gut möglich auch, dass dies mit einem kompletten Neuanfang zu tun hat, einer ja, kompletten Umorientierung. Doch keine Panik, jeder hat immer Angst vor Veränderungen, weil er sich denkt, oh mein Gott, aber die Veränderungen sind ja meistens doch dann auf längere Sicht gesehen positiv. Sie wird nicht sofort eintreten, es geht nicht von heute auf morgen, es ist ein Prozess. Doch bitte die Impulse, die du bekommst, die neuen Ideen, schmeiße sie nicht gleich über Bord, denn sie werden das sein, was du morgen verrichten wirst, also morgen im Sinne in der Zukunft. Ja, du verlierst definitiv für irgendetwas die Leidenschaft, beziehungsweise du bemerkst, es ist doch nicht das, was dich jetzt so wirklich erfüllt. Du wirst diesbezüglich aktiv, du lässt zurück, du veränderst. Gut möglich, dass Menschen deinen Rat wollen, deinen Rat suchen. Auch gut möglich bei einigen Widdern von euch, dass ihr von einer Third Party erfahrt, beziehungsweise, ja, Fremdgehen ist ein großes Thema, Fremdflirten, wie auch immer. Dies ist aber nur für diejenigen, die schon in einer Situation sind mit einer anderen Person.
Es gibt ein paar Widder da draußen, die haben schlechte Berater. Vorsicht! Falls eure Intuition euch schon irgendwie ein schlechtes Gefühl vermittelt, beziehungsweise ihr da zweifelt oder argwöhnisch seid, ob ihr auch richtig beraten seid, hört auf dieses Gefühl, ich sehe schlechte Berater. Schlechte Berater, die euch insofern zum eigenen Gunsten beraten, beziehungsweise gar nicht so in Tune sind mit eurem Thema, euer Thema dieser Person nicht wirklich am Herzen liegt. Der Neuanfang, auf den ihr wartet, gebt euch Zeit, auf dass es sich entfalten darf. Es ist noch nicht an der Zeit. Es ist noch nicht an der Zeit. Vorsicht auch vor kleineren Unfällen, lieber Widder, wie Stolpern, Hinfallen. Ich sehe auch beim Nagel einschlagen oder irgendwas mit dem Hammer auf die Finger ausrutschen. Jemand spricht schlecht hinter eurem Rücken, jemand agiert hinter eurem Rücken. Vorsicht auch davor. Gut möglich, dass dies ein Luft- oder ein Erdzeichen ist, euch schaden möchte. Ja, definitiv. Also schaden möchte jetzt nicht auf eine wahnsinnig negative Weise, sondern aus Neid heraus handelt, beziehungsweise es euch nicht gönnt, euch etwas nicht gönnt. Sehr viel Klatsch und Tratsch hinter eurem Rücken, sehr viel Gossip. Vorsicht! Gut möglich, dass es sich dabei um einen Ex-Partner handelt oder eben um eine verflossene Third-Party-Situation, die da vielleicht Gerüchte in die Welt setzt, die in keinster Weise stimmen. Ein Feuerzeichen, wie ihr Widder oder Löwe Schütze. Spricht nicht viel mit euch, handelt aber, weist euch darauf hin, um welches Thema es geht, wo ihr hinschauen sollt, auf dass das Neue Einzug halten darf. Auch bei euch spannende 10 bis 14 Tage. Bezüglich des Gossips, was hinter eurem Rücken stattfindet, Vorsicht, falls ihr dort irgendetwas mitbekommt, gebietet dem sofort Einhalt, denn es könnte euch schaden, vor allem beruflich. Jemand kann es kaum erwarten, mit euch ein Projekt zu starten, mit euch zusammenzuarbeiten. Gut möglich, dass es sich dabei um eine Jungfrau handelt oder um einen Fisch oder ja, Fisch oder Skorpion, eher Fisch. Ihr dürft große Inspiration erfahren durch eine sehr kreative Person, die schon angekommen ist dort, wo sie hingehört. Also sei es innerer Zustand, beziehungsweise
die Berufung auslebt. Dort gibt es für euch sehr viel zu lernen im positiven Sinne. Ihr könnt von dieser Person sehr, sehr viel lernen. Ihr macht euch auch große Gedanken, eventuell über genau diese Person, beziehungsweise wie ihr mit dieser Person besser in Touch kommt, in Tune kommt. Es ist eine Person, die für euch sehr undurchsichtig ist und unerreichbar scheint. Doch es kommt Annäherung und wie gesagt sehr, sehr viel Inspiration. Diese Person kann euch Antworten auf eure Fragen geben. Schauen wir uns an, was die himmlischen Helfer euch noch mit auf den Weg geben wollen. Für den Widder. Warten. Ja, wie gesagt, der Neuanfang lässt auf sich warten. Lasst, dass sich alles ganz natürlich entfaltet. Und wichtig ist die Impulse, die Ideen, die ihr bekommt. Werft sie nicht gleich über Bord, denn es wird eure Zukunft sein. Richtungsweisend, wartet ab, das Universum wird euch die Bälle zuspielen, lieber Widder. In diesem Sinne, alles, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao.